Hallo, zurück im Weißen Wolken Tai Chi Studio. Das heißt, heute steht noch einmal die simple Folge von Tai Chi Bewegungen auf dem Programm, und zwar, wie ich angekündigt habe, die vier von den sechs Bewegungen, die wir bis jetzt gepostet haben. Ohne großes Erklärungsbeiwerk, sondern simpel als Übungsvideo gedacht. Als Übungsvideo gedacht, zuerst bequem stehen, ungefähr Schulterbreite halt, die Hände auf den Bauch geben. Und einerseits das Gewicht nach unten hin wuchten lassen, also die Schwere, die eigene Schwere spüren, nicht nur der Bezug nach unten, das ist ganz konkret der Bezug zur Erde, diese Richtung nach unten, und dann das Kinn ein bisschen anziehen. Dass das Qi zwischen unten und oben, Himmel und Erde, steigen und fallen kann. Und atmen. Ohne den Anspruch, dass das jetzt eine Atemübung ist, einfach atmen. Vielleicht spürt man mit den Händen auf dem Bauch wieder Bauch sich weitet mit jedem Atemzug. Einatmen, ausatmen, die Hände sinken lassen. Vielleicht ein paar Mal mit dem Einatmen die Schultern zur Spur heben, mit dem Ausatmen sinken lassen. Ja, und dann halt einfach, man ist locker. Man ist schlicht und einfach locker, so locker wie es halt geht. Jetzt haben wir Winter, also man ist nicht so, wahrscheinlich nicht so oft im Schwimmbad. Aber diese ganzen Bewegungsabläufe, wenn man eben in einem See, in einem warmen Wasser stehen würde, in einem warmen Sommersee, und dann eben so diese verschiedenen Bewegungen macht. Es kann sich so anfühlen, eben diese Tai Chi-artige Bewegung, als ob man im Wasser ist und der Auftrieb des Wassers die Bewegungen leichter macht und schwerelos. Es gibt ja sogar in der chinesischen Philosophie diesen Spruch, dass die Fische schwimmen im Wasser und wissen nicht, dass sie im Wasser sind. Und der Mensch ist inmitten des Qi und weiß nichts um das Qi. Außer er macht Tai Chi oder Qigong. Das ist quasi die Annotation, die man dann geben kann. Also durch dieses weiche, ruhige Bewegen kann man spüren, dass man eigentlich sich in einem Medium bewegt, das alles leichter, lockerer und einfacher macht. So, Füße zueinander.
Dann eben das Gewicht ganz auf einen Fuß geben, den anderen Fuß ausstellen. Heben. Den Ball halten. Mit diesem Schritt. So, die Hände kommen immer wieder zueinander, um diesen Ball aus Qi zu spüren. Und dann sind die Hände eben voneinander getrennt und finden wieder zueinander. Keine Anstrengung, keine Kraft. Konzentration ja, aber nur so, dass sie die Bewegungen begleitet, aber nicht durch Übermaß erschwert. Lieber ungenau, lieber ein bisschen nachlässiger. Nicht vergessen zu atmen. Der Atem kommt und geht. Ja, und noch ein paar Mal kommt dann der Abschluss. Die zweite Bewegung. Beginn ist ja immer sehr ähnlich und dann ist nur hier die Ausgangshaltung anders mit der Hand, so ungefähr beim anderen Ellbogen. Der Unterarm da schaut gerade nach oben. Und dann die Bewegung. Eine Hand geht da so ungefähr zum Knie, die andere bleibt oben. Schultern bleiben locker, die Ellbogen, die Handgelenke, die Finger. Und es kann ja absolut sein, dass man
durcheinander kommt. Aber wenn man durcheinander kommt, braucht man nicht innehalten, sondern man kann ruhig weitermachen. Vielleicht findet man ganz von selber wieder in den Ablauf hinein. Die wichtigen Prozesse sind innerlich. Das ist das Qi, das sich bewegt, das sich öffnet und schließt, hebt und senkt. Und es ist zwar die Bewegung, die das Qi führt, Daoyin nennt man das auf Chinesisch, aber es ist nicht so, dass die exakte Bewegung des Qi führt. Es ist die Verbindung von Aufmerksamkeit, entspannter Aufmerksamkeit und entspannter Bewegung, die den Raum erzeugt für die Bewegung des Qi, für die natürliche Bewegung des Qi. Also mit anderen Worten, die Bewegung des Qi stellt sich ein, wenn man nur nachgiebig genug ist. Und dann wieder den Abschluss. Die dritte Bewegung, die ja ganz simpel ist. Also ich tue immer abwechselnd, einmal mit dem linken, einmal mit dem rechten Fuß raustreten. Das kann man so halten, kann man auch anders machen. Ich mache es quasi aus Gründen der Symmetrie. Also diese simple Bewegung. Ja, es geht halt ein paar Mal hin und her. Und dann kommt wieder der Abschluss. Und dann noch die vierte Bewegung. Ball halten. Beide Hände zurückbringen.
auf der anderen Seite halten. Schritt, die Hände trennen sich voneinander, kommen zueinander, bewegen sich miteinander. Setzt sich nach hinten. Setzt sich noch einmal nach hinten. Ich versuche ein bisschen weniger zu sprechen in den Videos, in denen ich die Bewegungen erkläre. Es ist ja mehr an Sprache. Hauptsache man ist ruhig, also innerlich ruhig, ruhig mit dem Atem, ruhig und entspannt mit der Aufmerksamkeit und spürt es einfach. Die Fische schwimmen im Wasser, der Mensch schwimmt im Qi. Nicht zu viel konzentrieren. Wenn man sich zu viel konzentriert, hört man auf zu atmen. Zweimal noch auf jeder Seite. Rund, weich, langsam. Ohne Mühe. Das sind die Qualitäten, die man versucht zu entwickeln.
Und dann der Abschluss. Ja, soweit, so gut. Also jede Bewegung, keine Ahnung, wie oft das jetzt war, so zwischen 6, 7, 8 Mal auf jeder Seite, schätze ich. Also man macht es halt ungefähr so oft. Wenn man keine Lust hat, macht man halt weniger. Wenn man mehr möchte, kann man ruhig mehr machen. Der ruhige Atem bewegt das Qi. Die Lockerheit, die man mit der Zeit entdeckt, die erlaubt dem Qi sich besser zu bewegen. Natürlich ist man nie ganz locker und in den diversen Lockdowns, wo man viel zu viel sitzt, ist man wahrscheinlich in alle Richtungen ein bisschen verspannt und verschraubt. Aber man kann ja dem ein bisschen entgegenwirken. Und die ruhige Aufmerksamkeit, die ist auch sowas wie etwas, das das Qi antreibt. Wenn man sich ruhig konzentriert und Bewegungen und Atem ruhig mit der Konzentration verbindet. Auf die Art und Weise entstehen ja eigentlich erst die Wirkungen von Qigong, von Tai Chi, die Wirkungen, die man eben möchte im Qi, in der Regulation des Qi, im freien Fluss des Qi. Und das sind quasi die wichtigen Ingredienzien des Tuns. Aufmerksamkeit, Atem, Bewegung. Bewegung locker, Atem ruhig, Aufmerksamkeit entspannt. Ja, also ich hoffe, es war hilfreich. 2 Bewegungen folgen noch in der nächsten Zeit, plus andere Dinge. Bis zum nächsten Mal.